Vor einer Wahl stellen die Parteien ihr Wahlprogramm vor. Darin erklären sie den Bürgerinnen und Bürgern, welche Ziele und Aufgaben sie angehen wollen, sollten sie gewählt werden. Anhand des Wahlprogramms können die Menschen in Nordrhein-Westfalen entscheiden, welche Themen ihnen wichtig sind und so ihre Wahl für oder gegen eine bestimmte Partei treffen. Nach der Wahl werden die Stimmen ausgezählt. Bekommt eine Partei die absolute Mehrheit, das heißt so viele Stimmen, dass die Mitglieder dieser Partei mehr als die Hälfte aller Abgeordneten im Landtag ausmachen, kann diese Partei eine Regierung bilden und ihr Wahlprogramm umsetzen. In der Realität bekommt eine Partei aber nur selten die absolute Mehrheit. In diesem Fall muss eine Koalition gebildet werden. Das heißt, dass sich mehrere Parteien zusammenschließen können, um eine Mehrheit im Landtag zu erreichen. Dazu nimmt meist die Gewinnerpartei, also die Partei mit den meisten Stimmen, sogenannte Koalitionsverhandlungen auf. Da verschiedene Parteien in der Regel auch verschiedene Ziele und Meinungen haben, gucken sie in den Koalitionsverhandlungen, welche Überschneidungen und Gemeinsamkeiten es gibt. Dabei möchte jede Partei möglichst die eigenen Interessen durchsetzen. Finden die verschiedenen Parteien einen guten Kompromiss, wird dieser im Koalitionsvertrag schriftlich festgehalten. Nachdem der Koalitionsvertrag unterschrieben ist, kann die neue Koalition ihre Regierungsarbeit aufnehmen. Sind die Ziele und Ausrichtungen der jeweiligen Parteien zu unterschiedlich und lässt sich kein Kompromiss finden, kann es zu einer sogenannten Minderheitsregierung kommen. Das bedeutet, dass die regierende Partei weniger als die Hälfte aller Abgeordneten in einem Parlament stellt und somit bei Abstimmungen keine Mehrheit hat. Sie ist bei allen Entscheidungen auf Stimmen aus anderen Parteien angewiesen. Kann weder eine Koalition noch eine Minderheitsregierung gebildet werden, kommt es zu Neuwahlen. Dafür wird der Landtag aufgelöst und die Bürgerinnen und Bürger müssen wieder zur Wahlurne.